Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück, der Hardworking 3 bei Pixelbauen in Amerika. Bei mir sind der Banrado, der Creedem, der Mark, der Joker, ja das war's glaube ich, ne? Hallo! Was? Zwei vergessen? Ja, einen habe ich genannt. Wen habe ich noch? Was? Stefan und ach so, den Marcel, ja, Marc und Joker habe ich gesagt, genau. Ja, ja, und der und Stefan. Ist eine Person. Ja, tut mir leid. Aber natürlich ist hier auch der Stefan. Hallo Stefan, der steht nämlich hier oder fährt hier neben mir und versucht abzutanken. Nö, ich bin jetzt abwesend. Achso, gut, also er ist abwesend. So, alles klar, ich bin auch bei Feld 6. Das ist noch nicht gut. Dann geh mal zum Pitch mal durch, dass du bei mir abfahren kannst. Genau. Weil das ist noch nicht reif. Sollte noch nicht reif sein. Mit dem roten oder mit wem? Mit welchem? Ja, egal. Ob doch mit irgendwas. Ja, der rote muss noch einen Hänger anhängen, würde. Warum ist hier eigentlich schon wieder unterbrochen? Warum sind die Felder hier so. Ich hab das eingeteilt. Macht man denn echt auch? Ja, ja Alter, will ich aber nicht. Da. Kein okay. Realismus. Mit dem muss ich den. Der hier, der da so einfach rumsteht, da hinten drin. Auf ihn durchschmeißen. Boah. Oh, Hardcore-Legs habe ich gerade. Was hat die gerade gesagt? Da ist ein Porno drin? Ach, Pornobrille. Ich habe verstanden, da ist ein Porno drin. Alter Schwede, die LKWs beschleunigen ja. Wie verrückt. Ja, die sind geil, ne? Aber die Farbe passt irgendwie zu dir, Freedom. Ja, auf jeden Fall orange. Sehr gut. Ich bin voll der Öko. Und jetzt muss ich extra für den LKW den Sound komplett ausstellen. Weil das einfach so laut ist. Kannst du den Spielsound runterdrehen und mit dem Mixer da auch nochmal runterdrehen? Ach, egal, gibt's einmal ohne Sound jetzt. Ja, ich will aber auch mal den Spielsound runterdrehen, das ist extrem laut. Es ist auch, glaube ich, gar nicht so wichtig. Also, nee. So spektakulär sind die Ingame-Sounds nicht. Nee, nicht wirklich. Die auch selber machen. Ich hab, seitdem ich LS angefangen habe, werde ich Sounds ausgemacht. Und meine Lieben, freut ihr euch schon auf den neuen Landwirtschaftssimulator, der im Oktober kommt? Naja, wenn ja, nichts immer. Neues gibt, vernünftig. Ja, ich freue mich am besten auf die Pentmaschinen. Wenn die kommen sollten. Steht das denn noch nicht fest? Ja, weil die Firma, wo Fendt, also in der großen Gesellschaft, wo Fendt mit drin ist, die sind ja auf jeden Fall mit dabei, also der Eco-Konzern. Ja. Masai mit drin ist, Challenger und wie sie alle heißen. Genau, Masai ist aber in der Version hier noch nicht offiziell mit drin, nur als Motto. Ja, dann vielleicht mit ein bisschen Glück. Ich hoffe, dass sie den 1005 Fendt reinmachen. Ja, Kampfschwein. Irgendwer fährt hier zu nah ran, der liebe Banrado. Dieser 1050er ist einfach zu geil. Kann ich denn vom Tempomat die Geschwindigkeit einstellen? Mich nervt, dass das nicht dauernd ist. Ein runter mit 2 hoch und drei. Mit 3 aktiviert. Geht auf 80. Wer fährt denn 80? Ich? Auf dem Feld fährst du das nicht? Bei mir steht sogar 89. Marcel, wie schnell fährst du? 3, ne? Nö, 6,7. 6,7? Was? Ja, 6,7 km/h. 6,7 km/h schwankt immer. Da kann ich nicht entscheiden. 7 kannst du einstellen, das ist gut. Ich fahr immer noch da. Ja, merkt man. Das ist immer so ein bisschen ruckel. Stefan, du musst die Fußgas nehmen. Nee, ich fahr lieber mit Handbach.
Ist aber auch richtig geil hier, der LKW. Brum, 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 ja. Und der Ernter hier. Aber Pixel sagt eigentlich klar, noch leise, im Gegensatz zu Real Life. Ja, klar. Ja, da kannst du nicht einfach hergehen und mal Ingame-Sound runterstellen in Real Life. Nee. Also, da musst du dich wirklich anschreien, dass du dich überhaupt noch verstehst, wie direkt daneben stehst. Außer du stehst im, außer du sitzt im Hex, oder? Ja, da geht's, aber direkt daneben stehst, da hörst du nichts mehr. Da hörst du bloß noch brachiale Gewalt. Fast 1100 PS, ey. Kommt halt drauf an, welchen Häcksler du hast. Wenn du einen neuen 1100er hast, hat fast 1100. Ja. Aber ich mag den immer noch nicht. Hat mir zu wenig Komfort. Was ist denn? Kein Fernseher drin? Keine Klimaanlage drin? Oder was? Ein Minibar. Einfach vom Fahrverhalten. Ach so. Kein Lenkrad drin, wa? Nee. Das Glas ist es halt so, da setzt du dich rein, drückst zwei Knöpfe und musst einfach nur noch Gas geben, weil du es recht die Maschine macht. Beim Big X musst du es halt noch selber machen, alles. Ja, die machen musst du auch noch selber einsteigen oder macht da der das auch schon? Ja, wenn du ein Fließ reinbaust, schon. Was ist jetzt denn? Sag mal, so Jungbauern wie du, ja? Wenn es die damals schon gegeben hätte, da wären wir nichts mehr heute, oder? Nee. Das ist halt schon ein anderes Fahrverhalten, das ist halt das Größte. Aber Krone ist auch an dem System zu entwickeln, dass die Maschinen die Hänger automatisch beladen, ohne dass du was machst. Ja. Ja, aber mal ganz ehrlich, je mehr komfortabler das wird, umso mehr wird doch der Arbeiter wegrationalisiert. Ja, du bist dann nur noch Ja, das ist halt so, was du am meisten machst, weil die Maschinen muss man halt trotzdem noch einstellen. Ja, lass mal irgendwas ausfallen, dann hat die Maschine sonst mit oder macht irgendwas anderes, was sie nicht soll. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, also wenn das so weitergeht, bin ich der in 15 Jahren das Ding programmiert und ihr macht gar nichts mehr außer daneben zu stehen und das mit dem Controller. Neben dem Feld. Nee, wir müssen dann im Endeffekt alle das machen, weil wir dann nur auf die Maschine programmieren müssen. Ja. Ja. Aber ja, in Amerika soll sogar so ein System geben oder in Australien, da fahren die Traktoren ohne Fahrer aufs Feld. Ja. Ja, na klar. Kannst du die vom Mähdrescher aus, kannst du die Traktoren zum Mähdrescher hinholen. Es gibt auch schon Fernbedienungen für Mähdrescher. Du kannst dich einfach neben dran stellen und lenken einfach nur. Und es sollte Steuerkonsolen einfach. Peggy snap wieder. Oh, jetzt hat sie sie hat die E-Bombe getroppt hier. Jetzt ist vorbei. Endgültig. Das macht 1 Euro und Spendenschwein. Quadrado, du bist voll. Ich bin voll, genau. Ja, ich bin jetzt auch gleich voll. Der Marc wartet schon ganz ungeduldig. Ja, ich hab Zeit. Haben wir das nicht alle? Nee. Zeit rennt zu schnell weg. Wenn es wo Stripe und wo ist, sieht man das wenigstens. Was voll jetzt. Joghurt, du musst mal deinen LKW waschen. Das ist so dreckig. Ach, das kommt davon von der harten Arbeit. Aus Schlammschlacht meinst du? Richtig. Gibt sogar Bewohner. Geh weg da. Ja, ja. Lauf rum. Ist das denn überfahren, gell? Knallhart. Nee, ich hab den Sheriff überfahren gerade. Die Lenkung von denen ist legendär. Was macht man eigentlich jetzt im Real Life, wenn du, keine Ahnung, wenn da irgendwelche Tiere in die Häcksel laufen? Da fährst du weit, höchstenteils. Ehrlich? Also es wird halt rausgesammelt beim Häcksler. Ein Häcksler
Mähdreschen ist es uninteressant. Ja, oh, heute rot, mmmh. Nee, das kommt gar nicht so weit vor. Es wird nicht, nimmt gerade nicht mal viel Einfluss aufs Wetter. Was? Echt? Okay. Macht alles irgendwie mit Rotoren, beziehungsweise mit dem Schiff, glaube ich, da hinten raus. Ja, das zerrobt ja gar nicht. Das zerdrückt es größtenteils. Alter, also, das ist so eklig, Leute. Du hast das Thema angesprochen. Nee, ja, ja. Aber wenn da so ein Wildschwein reinrennt, ist das dem egal? Also ich sag mal, ein Mähdrescher nicht, aber ein Häcksler ist das egal, der zieht das durch, macht das blitzklein. Eieiei. Mmm, lecker Armbrot, mmm. Beim Mähdrescher muss ich überlegen, beim Häcksler sind die beim Häcksler, die treten, glaube ich, 4000 Umdrehungen pro Minute. Oder noch mehr. Ja, also beim Mähdrescher sind es 2200. Also die macht ordentlich Rabatz, die Häckselbrummel. Wenn du 48 Messer beim Mais drin hast, dann merkst du nicht viel. Was? Sag mal, Karl-Heinz, hast du den Opa gesehen? Aber ja, meine kommen nicht mal so großartig durch den Mähdrescher. Also die sind meistens schnell genug. Also Arbeitskollege hat letztes Jahr einen Fuchs durch den Scharnierdrescher durchgejagt. Ja. Füchse sind auch eher lahmarschig. Hatte ich auch schon vorne drin sitzen. Aber den hat er mit Absicht durchgejagt. Vorne drin, auf dem Beifahrer. Das ist vorne im Schneidwerk hängen geblieben. Hat sich in der Rast verdreht. Also diese Folge heißt Reh als Beifahrer. Definitiv. Ja. Du bist ja aufs Thema gekommen, Dixon. Ja, Conrado, bist du da einfach drüber gejagt? Das interessiert mich aber. Ich bin da einfach drüber. Really? Natürlich. Sommer. Schlimm, so, Reiter ist immer noch Stein. Na, aber eigentlich müsste die Folge ja nun heißen, wo ist denn der Opa? Ja, oder das, ne? Ja. Weil das ist ja immer noch ungeklärt, gell? Ja, ja, das ist irgendwie... Und doch, die Räder gekommen. Ist irgendwo zugedeckt worden. Er ist missiliert worden. Nee, das würdest du ja sehen beim Hexen. Noch einmal das Hexengut rot ist. Das kriegst du nicht mit. Doch, aber beim Abladen schon, der muss aufschichten. Aber wenn du Silage machst, wird das doch ziemlich eklig, oder? Also... Du siehst halt schon die Rotfärbung vom Häckselgut. Ja, ja, das meine ich ja. Wenn du die dann einfach mit, wenn du es dann einfach mit in die Silage kriegst, fängt das doch da bestimmt an. Na, ist ja egal. Also das riecht bestimmt nicht besonders lecker. Das riecht wie Standard-Silage. Okay. Also ich meine, die riecht ja auch schon nicht lecker, aber Wenn du über Silage und Mist in eine planen würdest, du würdest keinen Unterschied wirklich riechen. Ja, dann ist Wurst. Was? Wer fährt mit dem Panzer? Wir haben halt einen Special Guest Peggy dabei. Ja. Peggy fährt Panzer im LS. Das ist ja auch eine gute Folge. Oh, Manrado, was machst du hier? Du musst fragen, was macht der LKW mit mir? Wenn die Gelegenheit hat, irgendwo ein Häcksler rumstehen, geh mal hin und frag mal, was die so Geschichten so erzählen haben. Das ist manchmal ganz interessant. Ja, Häcksler-Fahrer. Das ist immer Lust. Manrado fährt den Berg runter, Slalom. Naja, das Lustige ist, wenn sie häckseln irgendwo, da stehen ja eigentlich ringsrum meistens irgendwelche Jäger und hoffen auf Wild. Ja. Aber es hat... Und der eine Häckselfahrer, der war vor 2 Jahren da und letztes Jahr auch zum Mais häckseln, der meinte, der hat schon mal wirklich Menschen mit durchgejagt und der hat das nicht mal mitgekriegt. Der Mensch hat das bestimmt mitgekriegt. Ja. Richtig viel mit. Wenn der einmal drin ist, richtig viel mit. Du kriegst das wirklich bei der Maismasse gar nicht mit. Kriegst du nicht mit. Der hat sich wirklich zwischen die Mais reingestellt. Wollte Maiskolben stoppeln. Dann haben die das Zeug noch auf dem Silo brett gemacht, dann konnten die wieder 3 Meter abgraben vom Silo. Da war es mal 3 Tage Ruhe. Boah, Kripo und alles da. Aber. Ja, sehr lecker, Leute. Ah, das ist tolle Themen haben wir hier. Ja. Nächste Folge geht's weiter. Wer hat bessere Geschichten zu erzählen? Nee, ich hab nichts Spektakuläres. Nur dass mal einer bei uns Serion den Abhang runtergejagt hat. Hab ich nichts Specialiges.
Ja, das können wir aber in der nächsten Folge machen, denn wir sind am Ende, meine Lieben. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Passt auf, dass er nicht unter den Häcksler kommt. Dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal, ne? Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.